In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das Easter Egg zu The Archon ganz einfach erledigen könnt. Dazu müsst ihr als erstes den Pack-a-Punch-Automaten aktivieren. Das macht ihr, indem ihr zwei Maschinenteile aufsammelt, die euch auf der Map angezeigt werden. Eins ist bei Juggernaut links auf der Karte und das andere Teil ist ganz rechts bei den Zügen. Wenn ihr diese beiden Teile eingesammelt habt, müsst ihr natürlich dann zurück wieder zum Pack-a-Punch und dort in dem Bereich, wo der Pack-a-Punch ist, müsst ihr dann den Sturmkrieger und die anderen Zombies killen. Aber ihr müsst auf jeden Fall in diesem Bereich bleiben, bis ihr die Zombies gekillt habt und dann werdet ihr den Pack-a-Punch verwenden können. Um dann das Easter Egg zu starten, müsst ihr dann gegenüber vom Pack-a-Punch auf diesem kleinen Altar das Relikt platzieren. Wenn ihr das getan habt, werdet ihr eine kleine Sequenz sehen und dann öffnet sich ein Portal. In dieses Portal müsst ihr dann reingehen. Dort müsst ihr dann einfach nur eine Minute verweilen und werdet dann einmal genockt. Ihr könnt euch dann aber nicht wiederbeleben. Ihr verliert auch keine Selbstwiederbelebung. Ihr müsst einfach nur warten, bis die Dialoge vorbei sind und dann werdet ihr nochmal zurück teleportiert. Und dann müsst ihr anfangen, die drei Prüfungen zu absolvieren. Die erste Prüfung würde ich euch empfehlen, ist die bei Schnellwiederbelebung. Hier müsst ihr erstmal drei Kristalle außerhalb der Map finden. Schießt diese Kristalle dann ab. Die müssten auch immer alle auf derselben Position sein. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann werdet ihr eine rote leuchtende Kugel sehen. An der Stelle müsst ihr dann drei Relikte finden und diese Relikte dann zu dieser Kugel hinbringen. Das erste Relikt findet ihr ungefähr bei diabolische Stärke, also bei dem Deadshot Perk, oben auf einem Schreibtisch. Hier findet ihr dann einen Schädel. Mit diesem Schädel müsst ihr dann wieder zu der leuchtenden Kugel. Hierbei habt ihr nur die Schwierigkeit, dass ihr keine Gesundheitsregeneration habt und manchmal habt ihr auch keinen, könnt ihr eure Waffe einfach nicht nachladen. Hier müsst ihr also auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Am besten killt dann nur die Zombies, die vor euch sind und versucht nicht auf die Zombies hinter euch zu achten. Ihr müsst dann einmal nur mit der roten Kugel interagieren. Und wenn ihr das gemacht habt, verschwindet auch wieder der Effekt, der euch nicht die Gesundheit regenerieren lässt. Den nächsten Gegenstand findet ihr dann in der Nähe von der Werkbank bei Flinke Hände. Dieses müsst ihr dann wieder zu der rot leuchtenden Kugel bringen. Für das letzte Teil braucht ihr dann eine Schaufel. Die Schaufel findet ihr überall auf der Map verteilt, ist gold umrandet. Den letzten Gegenstand findet ihr dann auch bei den Zügen bei Stamina ab, ganz in der Ecke. Dafür müsst ihr dann einmal graben mit der Schaufel und dann findet ihr dort den Knochen. Mit diesem Objekt müsst ihr dann auch wieder zu der leuchtenden Kugel bei Schnellwiederbelebung. Und wenn ihr das gemacht habt, werdet ihr den Dezimator-Schild bekommen. Gegenüber von der roten Kugel fällt er dann runter. Hebt ihn auf, denn ihr braucht den Dezimator-Schild auf jeden Fall für die erste Prüfung. Die erste Prüfung ist dann dort an dem Obelisken bei Schnellwiederbelebung. Da müsst ihr einmal interagieren und hier müsst ihr dann einen Brunnen auffüllen. Den Brunnen könnt ihr auffüllen, indem ihr diese komischen Strukturen aus Zombies mit dem Spezialangriff von dem Dezimator-Schild einmal zerstört. Und wenn ihr den zerstört, könnt ihr dort interagieren und ihr könnt einen Kelch aufnehmen. Diesen bringt ihr dann zu dem Brunnen und somit füllt ihr den Brunnen auf. Das Ganze müsst ihr dreimal machen, wenn ihr Solo spielt. Es sind dort drei verschiedene Spots, wo diese komischen Strukturen sind, die ihr dann zerstören müsst. Wenn ihr das Ganze mit mehreren Spielern macht, müsst ihr davon mehrere zerstören. Bei vier Spielern muss man insgesamt sechs davon zerstören. Achtet hierbei darauf, dass ihr mit einer Explosion von dem Dezimator-Schild zwei gleichzeitig von diesen Dingern zerstört und dass mehrere Spieler die Kelche aufnehmen und diese zum Brunnen bringen, weil das kann sonst etwas schwierig werden mit der Zeit, da man nur alle 30 Sekunden die Spezialfähigkeit von dem Dezimator-Schild benutzen kann. Wenn ihr dann den Brunnen komplett aufgefüllt habt, habt ihr dann die erste Prüfung abgeschlossen und ihr könnt natürlich auch jederzeit wählen, welche Prüfung ihr macht. Es ist keine bestimmte Reihenfolge. Die nächste Prüfung findet ihr dann bei den Zügen oben bei Stamina ab und hier müsst ihr, um den Obelisk erstmal zu aktivieren, drei Fackeln mit einem Molotow anzünden. Ihr könnt auf dieser Map Molotows für 500 Punkte kaufen. Die Molotows kriegt ihr dann auch ungefähr daher, wo ihr auch die Feldausrüstung upgraden könnt. Ihr müsst dann drei Fackeln mit den Molotows anzünden. Die Reihenfolge ist hierbei egal, aber ihr müsst das Ganze in einer gewissen Zeit machen. Wenn ihr das geschafft habt, wird wieder so eine rot leuchtende Kugel kommen und bei dieser rot leuchtenden Kugel müsst ihr dann eine Pack-a-Punch-Waffe opfern. Hier empfiehlt es sich, vielleicht eine Waffe von der Wand zu kaufen für 4000. Wenn ihr noch in einer geringen Runde seid, könnt ihr für 4000 eine Pack-a-Punch-Waffe bekommen oder ihr holt eine Pack-a-Punch-Waffe durch die Kiste. Wenn ihr diese Pack-a-Punch-Waffe dann abgegeben habt, dann wird erstmal ein stärkerer Sturmkrieger kommen. Diesen müsst ihr dann killen und dann könnt ihr die zweite Prüfung starten. Für die zweite Prüfung braucht ihr ganz dringend den Feuerring und am besten den Feuerring auf Stufe 4. Deswegen spart am Anfang am besten eure Opferherzen für die Verbesserung der Feldausrüstungen. Ihr könnt den Feuerring natürlich auch in der Runde switchen, indem ihr einfach auf eure Klassen geht und dann eine Klasse auswählt, die
den Feuerring besitzt. Als nächstes müsst ihr dann zu dem Obelisk oben auf dem Zug und dort mit dem interagieren. Dann kommt eine Aufgabe, bei der ihr 4 Obelisken mit Feuerring-Kills sozusagen befüllen müsst. Bei dieser Aufgabe ist ganz wichtig, dass ihr mitten in den Runden immer volle Kraft-Drops auf den Zügen bekommt. Deswegen zwischendurch immer auf die Züge gucken, dass ihr volle Kraft bekommt, welches eure Feldausrüstung wieder auflädt. Ihr müsst dann, wie gesagt, bei den Obelisken Zombies killen, während der Feuerring aktiv ist und sozusagen damit Seelen sammeln. Und das müsst ihr dann bei den 4 Obelisken machen. Und wie gesagt, achtet darauf, dass ihr auf die Züge guckt, nachdem ihr den Feuerring verwendet habt, dass ihr volle Kraft bekommt, weil anders ist es nicht möglich, diese Aufgabe zu machen. Ihr erkennt, dass einer von diesen Obelisken fertig ist, wenn er mit dem mittleren, der auf dem Zug steht, verbunden ist. Und wie gesagt, das müsst ihr dann bei 4 von diesen Obelisken machen. Wenn ihr das dann erfolgreich geschafft habt, habt ihr damit auch die 2. Prüfung abgeschlossen. Die letzte Prüfung findet ihr dann ungefähr in der Mitte, dort bei dem Panzer. Hierfür müsst ihr auch wieder diese leuchtende Kugel ausgraben. Wenn ihr die dann gefunden habt, könnt ihr mit der interagieren und müsst dann eine Prüfung starten. Bei dieser Aufgabe müsst ihr euch dann Symbole merken. Es werden erst 3 sein, in der nächsten Runde 4 und in der dritten Runde müsst ihr dann 5 Symbole hintereinander merken. Hierbei ist es zu empfehlen, das Ganze am Ende einer Runde zu machen, wenn nicht mehr viele Zombies da sind, denn ihr müsst diese Symbole aktivieren, indem ihr auf diesen Runen drauf tretet und diese aufladet, wie bei den reinigen Objective aus der Anfang und Terra Maledicta. Hier ist es ganz wichtig für euch, die Symbole in Form von kleinen Abkürzungen zu merken, damit ihr euch die Reihenfolge einfacher einprägen könnt. Nachdem ihr die Symbole in der richtigen Reihenfolge aktiviert habt, müsst ihr dann aber noch 1 Minute lang überleben und ihr habt dabei noch eine kleine Extra-Challenge. Manchmal hat man keine Gesundheitsregeneration oder die Zombies machen doppelt viel Schaden und das kommt nach jedem Mal, wo ihr die Symbole in der richtigen Reihenfolge aktiviert habt. Wenn ihr diese 3 Phasen dann abgeschlossen habt, kommt ihr zur eigentlichen Prüfung und hier müsst ihr dann wieder Runen aktivieren oder auf Runen stehen bleiben. Jedoch dürft ihr hier den Zombies keinen Schaden machen oder ihr dürft nur eine gewisse Anzahl von Schaden gesamt machen. Das kann auch ein bisschen tricky werden. Versucht hier vielleicht ein paar Täuschgranaten zu benutzen. Und gleichzeitig kommt auch eine Zaballa, da solltet ihr auch echt aufpassen, denn die kann euch mal ganz schnell one-hitten. Aber falls ihr diese Prüfung nicht beim ersten Mal schafft, könnt ihr sie danach die nächste Runde wieder neu starten. Das ist allgemein mit den Prüfungen so. Man kann sie jedes Mal, nachdem man sie nicht geschafft hat, in der nächsten Runde dann wieder neu versuchen. Und wenn ihr dann alle 3 Prüfungen absolviert habt, dann werdet ihr sehen, dass ihr bei dem Portal, welches ihr am Anfang benutzt habt, durchgehen könnt. Wenn ihr durch dieses Portal geht, habt ihr erstmal kein Zurück mehr, dann seid ihr bei dem Bosskampf, deswegen würde ich euch empfehlen, noch eure Perks abzugraden, eure Waffe zu punchen und vielleicht noch das ein oder andere Opferherz zu verwenden, um noch einen guten Pakt mitzunehmen und natürlich eure Rüstung abzugraden. Der Bosskampf hat es auch ordentlich in sich, deswegen nehmt auf jeden Fall eine Waffe mit, die auf Distanz guten Schaden macht, Sturmgewehr, ein LMG oder halt eine Wunderwaffe könnte hier sehr hilfreich sein. Nehmt auch auf jeden Fall unbedingt das Dezimator-Schild als Zweitwaffe mit, das wird euch auf jeden Fall noch weiterhelfen. Der Bosskampf hat dann 3 verschiedene Phasen. In der ersten Phase könnt ihr ganze Zeit auf das oberste Auge schießen und dort Damage machen. Hier müsst ihr aber aufpassen, dass ihr nicht von der Kugel getroffen wird, die der Cortifex schießt, denn diese kann auch one-hitten und diese bleibt natürlich auch auf dem Feld und wenn ihr da dann in die Nähe kommt, macht es auch ordentlich Schaden. Zwischendurch kommen immer mal wieder Horden von Zombies. Diese könnt ihr ganz einfach mit dem Dezimator-Schild killen. Wenn ihr die ein bisschen sammelt, dann müsst ihr euch nicht um die Zombies kümmern und könnt dann direkt wieder versuchen, Cortifex Schaden zu machen. Die erste Phase kann relativ lange dauern, weil man nicht so schnell so viel Damage machen kann, weil man immer zwischendurch Pausen machen muss und gucken muss, dass du nicht von der Kugel getroffen wirst. Aber an sich muss man in der ersten Phase nur schießen und ausweichen. Wenn ihr dann genug Schaden gemacht habt, kommt ihr in die 2. Phase von Cortifex Bosskampf und hier könnt ihr euch einmal kurz ausrüsten, Päcke punchen oder euch die Bar kaufen. Ihr werdet dann in die 2. Stage teleportiert und hier müsst ihr dann diese Pflanzen, die ihr an den Seiten immer seht, mit kleinen Kristallsplittern abwerfen. Die Kristallsplitter bekommt ihr, wenn ihr die Kristalle, die auf der Map zu finden sind, abschießt. Ihr könnt nicht jeden Kristall abschießen, aber ihr seht, welche Kristalle ihr abschießen könnt mit so einem dunklen Schleier um die Kristalle rum. Wenn ihr die dann abschießt, könnt ihr diese Kristallsplitter aufnehmen und könnt sie wie eine normale Ausrüstung werfen. Und diese Kristallstücke müsst ihr dann auf diese lilanen Pflanzen werfen. Wenn ihr das dann gemacht habt, müsst ihr ein paar Sekunden warten und dann spucken diese Pflanzen ein kaputtes Kristallstück aus und diese könnt ihr dann verwenden
und werft diese auf die fliegenden Steine, die ihr auf der Map links und rechts von Cortifex seht. Das Ganze müsst ihr im Solo-Modus nur einmal machen, um Cortifex sein Schild kaputt zu machen. Und dann könnt ihr anfangen, Cortifex Damage zu machen. Wenn ihr das mit mehreren Spielern macht, müsst ihr das ein paar Mal machen, um das Schild von Cortifex zu zerstören. Hier bietet sich auf jeden Fall der Feuerring an, denn wenn ihr in dieser Phase seid, wo Cortifex sein Schild weg ist, könnt ihr ihm permanent in das Auge schießen und es kommen dort auch keine Zombies. Das heißt, ihr könnt ganz entspannt im Feuerring stehen und ihm sehr, sehr viel Damage machen. Das Ganze wiederholt ihr dann so lange, bis ihr genug Schaden gemacht habt, um in die dritte Phase zu kommen. Die dritte Phase ist dann nochmal genauso wie die zweite Phase, nur dass ihr hier auch Sturmkrieger zwischendurch habt. Diese Sturmkrieger sind aber in sich gar kein Problem. Wenn ihr das Dezimator-Schild habt, macht einfach die Spezialattacke von dem Dezimator-Schild in der Nähe von so einem Sturmkrieger und damit könnt ihr diese auch one-hitten und könnt dann, wie gesagt, wieder mit diesen Kristallen diese Steine abwerfen, um das Schild zu deaktivieren und könnt dann Cortifex in das Auge schießen. Das Ganze erfordert ein bisschen Übung. Man muss es auf jeden Fall ein paar Mal gemacht haben, um zu verstehen, wie genau es funktioniert und wie man am besten den Kugeln ausweicht. Aber wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, geht der Bosskampf auch relativ einfach. Wenn ihr dann Cortifex besiegt habt, bekommt ihr eine Visitenkarte und ihr bekommt die DG Wunderwaffe aus Shinonuma als Free Drop. Ansonsten gibt es keine End-Cutscene oder ähnliches. Ihr bekommt nur die Visitenkarte und die Wunderwaffe und ein paar Power-Ups und damit habt ihr dann das Easter Egg zu The Archon geschafft. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Lasst dem Video auch gerne ein Like da und schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ihr das Easter Egg findet. Falls ihr noch Mitspieler sucht, schaut gerne auf dem Community Discord vorbei oder schaut einfach mal live bei mir auf Twitch vorbei. Dort werde ich das Easter Egg auch ab und zu mit Zuschauern machen. Aber das war's dann mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal.